In unserem letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, Holofeeling ist die einzige Lehre, die hundertprozentig sicher beweist, dass du jetzt in einer Matrix lebst. Dass letztendlich alles hier und jetzt ist. Das kann man hundertprozentig sicher überprüfen. Ich sage den arithmetischen Teil natürlich, wissenschaftlichen Teil nicht. Aber ich sage, jeder 13-Jährige wäre in der Lage, sich das bewusst zu machen. Und wir schauen uns ganz kurz nochmal diese Aufzeichnung an. Da schalte ich jetzt nochmal mit Ton ein. Was ich heute Morgen reingestellt habe, Loda, jetzt ist natürlich immer, wenn man schon so Worte sagt, wir denken uns jetzt heute Morgen aus. Und das erklärt nämlich sehr, sehr viel. Ich überschneide jetzt einmal all die Selbstgespräche, also all das, ich nenne halt die Schriften von mir Selbstgespräche. Wir gehen jetzt da ganz, ganz kurz rein. Ich fange hier bei 6.04 Uhr an. Da heißt es, IQB ist gleich Adam, ist übrigens auch Jahwe, hat in den letzten 33 Jahren Shin und He habe ich im letzten vorhergehenden Selbstgespräch erklärt. Versucht diese Verschränkung zu lösen. Und jetzt habe ich hier dieses kleine Bild mit reingemacht. Mhm. Das ist Shin 3 und drüben 3. D3 sind immer vier Spiegel und in der Mitte ist dann die Synthese. Das sind praktisch vier, die innen, vier, die äußern und die verschmelzen dann zu den acht. Da gehe ich dann eventuell noch mal kurz drauf ein, wenn ich mein Bild mache, wenn ich dran denke. Und das war der kleine Auszug aus der neuen Schrift, wo wir auch in die vorhergehenden, jetzt ausgedachten Selbstgespräche drauf eingehen. Das ist dieses Ende erklärt. In dem Film wird es natürlich nicht erklärt, in dieser Staffel. So, und da schaue ich jetzt, da habe ich einen kleinen Ausschnitt reingestellt und dann sind nur kurze Sequenz. Ja. Jonas! Du lebst! Es wird hier immer verschiedene Sequenzen. Ich könnte jetzt sagen, das ist wie wenn du in ein Bücherregal reinspringst und in verschiedene Bücher reinspringst. Du kannst auf den Seiten, wenn man den chronologischen Ablauf, den wir uns jetzt ausdenken, wenn du ein Buch liest, du liest ja jedes Wort, denkst du jetzt, jede Seite schaust du jetzt an. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich kann mir jetzt denken, zwei Seiten vorher war das gestanden, das denke ich aber auch jetzt. Das ist jetzt diese Szene vom vorhergehenden Selbstgespräch, jetzt unmittelbar, wenn man hier in dem Ordner nach unten geht. Ja. Ich habe ihn getötet. Das sind drei Versionen der Mutter aus drei verschiedenen Welten. Du musst dir die Welten schlichtweg so vorstellen, wenn wir jetzt, und das kann man nicht oft genug sagen, es ist eine Matrix, es ist wie ein Videospiel. Wir denken uns jetzt das allgemein bekannte, größte offene Welt, erste offene Weltspiel GTA. Das ist ein Konstruktprogramm. Jeder Spieler lebt in diesem Konstruktprogramm, aber jeder Spieler wird, wenn er als Spielercharakter, als KI durch diese Welt läuft, zwar dieselben Häuser sehen. Das heißt, wenn wir jetzt zwei nach Stuttgart fahren oder ich nach Stuttgart fahre, dann sehe ich dieselbe Stuttgart, dieselben Häuser, wie wenn der Loder nach Stuttgart fährt. Aber die Fokuspunkte, wo ich hinschaue als Spieler mit meinem Joystick, werden ganz andere sein, wie wenn ich das mit dem Loder-Charakter mache. Es liegen dieselbe Grunddaten zugrunde. Richtig, aber du holst individuell. Pass auf, wir können jetzt definitiv sagen, wenn eine Frau durch Stuttgart, wenn du ein KI als KI eine Frau spielst, dann wirst du vielleicht in Boutiquen reinschauen, die für einen männlichen Charakter überhaupt nicht existieren. Dafür schauen Männer meinetwegen jeden Weiberarsch nach. Ja. Aber der Hintergrund, die Häuser bleiben gleich, weil es dasselbe Konstruktprogramm ist. Und jetzt ist es, dass du sogar, wenn du deinen Charakter, deine Interessen veränderst, verändern sich die ständig wechselnden Bilder im Hier und Jetzt. Aber lass uns das gar anschauen. Warum liegt er noch in seiner Welt? Das sind jetzt wieder übrigens drei Versionen von der Mada. Das ist die jüngste, das ist im Mittelalter und das ist die alte. Man sieht es immer an der Narbe im Gesicht. Die Weiche im Knotenpunkt der Zeitschleife. Der Moment, der die Dinge in die eine oder in die andere Richtung laufen lässt. Du kannst dich in die Zukunft denken und du kannst dich in die Vergangenheit denken. Nur dein Glaube hindert dich daran.
dass du sagst, ich kann ja nur jetzt sein, die ist gar nicht bewusst, dass alles, was du in die Vergangenheit denkst, dass du das jetzt denkst und alles, was du hochrechnest in die Zukunft, denkst du auch jetzt. Erinnere dich an den letzten Bleinfeld-Vortrag, wo ich dieses Beispiel brach, wenn mir, schau das kleine Bild an, wenn wir longitudinal denken, wir haben den Jetzt-Punkt, ich kann was in die Vergangenheit denken, ich kann was in die Zukunft denken, ja. Ich kann das aber rumdrehen in die Transversale und dann ist mir klar, was ich früher Vergangenheit genannt habe, hole ich praktisch aus meiner Erinnerung hoch und was ich Zukunft nenne, rechne ich mir hoch. Das ist die Transversale. Ich hole aus mir Wissen oder ich rechne eine Zukunft mir aus, was ich morgen oder übermorgen mache, was aber immer jetzt ist. Die Bilder sind wie auf dem Bildschirm immer jetzt. Ganz simpel und einfach. Du holst ihn in unsere Welt. Oder nicht? Du holst dir jetzt zum Beispiel einen Einstein in deine Welt. Ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Warum liegt er noch in seiner Welt? Die Weiche. Im Knotenpunkt der Zeitschleife. Der Moment, der die Dinge in die eine oder in die andere Richtung laufen lässt. Du holst ihn in unsere Welt. Oder nicht? Das gilt für jeden Gedanken, den du denkst. Dieser Knotenpunkt ist eine Verschränkung, eine Quantenverschränkung. Jetzt ist natürlich, die Quantenmechanik ist total falsch, wenn du dir wieder irgendwelche Quantenteilchen vorstellst. Das ist wie, wenn du dir Wassermoleküle vorstellst. Ich sage H2O heißt, das ist JHBH. Es sind zwei Wahrnehmungen und die tauschen sich ständig aus, die sind verbunden. Das ist plus 5, minus 5. Nenn die zwei Wahrnehmungen Wellenberg und Wellental. Sie können nur gleichzeitig da sein. Es gibt kein Oben, wenn du nicht im selben Moment auch an einem Unten da ist. Von der Mitte aus gesehen, wir haben das so oft durchgespielt, Lothar, wenn du jetzt sagst, da oben ist eine Decke oder da oben sind Wolken, dann setzt du dich nach unten. Aber dir muss klar sein, dass wenn du auf den Boden schaust, dass du dann oben bist. Bist du jetzt oben oder unten gewesen? Ja. Atmest du jetzt ein oder atmest du jetzt aus? Deine Logik sagt ja, das ist im Wechsel. Zeitlich, chronologisch gedacht. Nein, ich sage, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. So wie du, wenn du einen Film anschaust, jedes Bild jetzt auf dem Bildschirm auftaucht. Immer nur jetzt. Und jetzt kann ich mir jetzt Bilder denken, die angeblich vorher waren. Aber die denke ich auch jetzt. Das ist das Überwinden der Zeit. Das ist das Erste, was du verstehen musst, du Geist, dem ich das jetzt erkläre. Du bist der Einzige, der ewig ist und du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, was du als Information vorliegen hast. Hast, wird nur von einem einzigen gesehen, nämlich von dem Geist, der sich diese das nenne ich den träumenden Geist. Und dieser träumende Geist ist der einzige in einem Raum, der ewig ist. Und wenn ich jetzt sage, du musst sterben, dann haben wir SD-Erben, das sind raumzeitliche Spiegelungen oder Erscheinungen, sind erweckte polare Existenzen. Das ist das, du musst von Augenblick zu Augenblick sterben. Ich glaube, tausendmal habe ich gesagt, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wenn du ich geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben und von Augenblick, Beckenblick hebraisiert, von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren, weil dein Körper ist deine Traumwelt. Das ist die höhere Ebene. Und alles, was du siehst, sind Facetten deines Körpers. Eine Linie, die in einer Schleife wieder auf sich selber trifft. Zwei mögliche Wege. Auf der Außenkante der Linie oder auf der Innenkante der Linie. Ich nenne das innerhalb und außerhalb. Immer dran denken, das kleine Bild, das absolute Innen, der Urknall, bevor er geknallt hat. Darum muss ich das immer wieder wiederholen, in dem sich alles befindet. Wenn der zur ersten Welle aufplatzt, gibt es ein Innerhalb und ein Außerhalb. Und dieses Innerhalb ist schon was Ausgedachtes. Das heißt, wenn jetzt irgendein Gedanke in dir auftaucht, kommt der zuerst einmal aus diesem Mittelpunkt in dein Innerhalb und dann denkst du dir dann das, was in dir drin ist, aus. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das außerhalb deines Kopfes erscheinen muss, wo ja sowieso nichts ist. In einem träumenden Geist gibt es kein außerhalb des träumenden Geistes. Wenn du auf eine Verabrede schaust, diese Welt da außen, diese dreidimensionale Welt ist deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und deine Augen, wie gesagt, sind genauso aufgebaut wie eine VR-Brille. Vereinfacht. Bloß, dass die nicht von außen, von ausgedachten Photonen, die noch nie einer gesehen hat, angeregt werden, die Rezeptoren, sondern von deinem Gehirn, vom Computer, von innen sind das Lämpchen, wir spiegeln das.
sind das Lämpchen, die angesteuert werden, wie wenn du eine Farbbrille an hast. Das ist die Traumwelt. Und doch ist es dieselbe Linie. Zwei sich überlappende Realitäten. Auf einem der Wege stirbt er. Auf dem anderen nicht. So, und das ist jetzt eigentlich das Entscheidende, was alles in deinem Leben verändert wird. Ich gehe da gleich drauf ein. Es sind zwei verschiedene Linien. Ich könnte jetzt sagen, es sind zwei verschiedene Welten oder Oberflächen. Auf einer Oberfläche stirbt. Und das ist jetzt das Problem. Da ist ein Riesenfehler drin, weil das schon wieder zwei Möglichkeiten, ein Dilemma darstellen. Und wenn du nur die Metapher mit der 200 Gramm rote Gnede verstanden hast, wirst du feststellen, dass es Kommen und es Gehen, das Geborenwerden und das Sterben untrennbar gleichzeitig passieren, miteinander verbunden sind, weil es ja alles nur jetzt gibt. Wenn ich 200 Gramm rote Gnede umforme, dann wird jede neue Form, die ich der Gnede gebe, absolut im selben Moment die bestehende Form in kleinen digitalen Stufen zerstören, verändern. Kannst du das vorstellen, Lothar? Ja. Das heißt, geboren werden und sterben, was ich sage, was mir in die Vergangenheit und in die Zukunft setzen, wenn ich das in die Transversale und Licht, du denkst lichtgeschwind drehe, kann das immer nur gleichzeitig sein. Das heißt, das kommt nicht erst das eine und dann vergeht es wieder, sondern der Berg nennen wir mal das Kommen und das Tal nennen wir Vergehen, passiert so. Und wir machen den Fehler, dass wir hier das praktisch in eine chronologische Vorstellung aufspannen. Ich habe mir das schon manchmal gedacht wie ein Baum von oben und unten. Einmal die Wurzeln, einmal die Zweige. Wir haben die Nulllinie, das spiegelt sich. Ich habe immer früher gesagt, ich erzähle dir ein ganz langes Gedicht und das nenne ich den Baum. Der Baum, der. Immer dran denken, geöffnete Berechnung, Baum. Das hebräische Wort für Baum ist übrigens Etz. Das schreibt sich nur 70, 90, das heißt eine augenblickliche Geburt. Blau gelesen. Der Baum, mit den Wurzeln breitet er sich in der Erde aus, aber mit dem Baum, da schaut er raus. Baum, mit einer aufgebauten Gestalt, wobei übrigens BA, Balare Schöpfung, heißt kommen, auf Hebräisch, ich tue jetzt das nicht einschalten, ist interessant, das ist wie ein O, wie ein kreisender Augenblick, was ja unser klassisches Ko, KG, ja. Und MM, Co-MM, ein Co-MM, ein Kommen. Das ist BA und UM hast eine aufgespannte Gestaltwertung. Das beschreibt die Gedankenwelt. Holofeeling funktioniert in allen Sprachen der Welt, wenn du die Vordersprache verstehst. Das simples Prinzip. Lass uns das nur ganz kurz anschauen. Beides wiederholt sich in der Schleife wieder und wieder. Immer dran denken, wiederholen heißt Shin und He, dasselbe Wort heißt schlafen, heißt lernen und es heißt ja. Das eine der Auslöser für das andere. Der Berg ist der Auslöser für das Tal, das Hell ist der Auslöser für das Dunkel. Der Krieg ist der Auslöser für den Frieden und umgekehrt, weil Krieg und Frieden, Sonnenschein und Regen hängen zusammen. Das ist eine Polarität, eine Dualität, wenn man es genau nimmt. Poal ist tun, machen, handeln. Quantenverschränkung. Adam hat die letzten 33 Jahre versucht, diese Verschränkung zu lösen, damit das, was in dir wächst, niemals entsteht. Aber es ist unmöglich. Unsere Welten können nicht voneinander getrennt werden. Und jetzt schau da unten hin, Lothar. 2,26 dauert dieser Ausschnitt. Mhm. 2×26 ist 52. Diese 2 ist dieses E-Quadrat, ist das JCH und das ICH. Das ist Adam und Jahwe. In 1 gedacht. Jeder Schritt, den Jonas tut, wird von uns gelenkt. Er kann seinem Schicksal nicht entkommen. Das sagt jetzt die Eva. Also Mutter ist ja die Eva, Jonas ist der träumende Geist. Jeden Schritt, den dieser Geist in seiner Traumwelt tut, wird von uns, das Weibliche ist das Programm, ist die Traumwelt, wird von uns gelenkt. Ja. Er kann keinen Schritt tun, Lothar kann keinen Schritt tun, ohne dass das seine Logik ihm vorschreibt. Name ist jetzt austauschbar.
Das ist geistreiches Erkennen der Symbolik. So, das war mal das hier. Schauen, jetzt mache ich hier, das war jetzt, drum habe ich hier geschrieben, IQB Adam hat in den letzten 33 Shin und Hion versucht, diese Verschränkung zu lösen. Wie gesagt, da sind wir drauf eingegangen reichlich. Und jetzt schaue ich, jetzt habe ich hier alte Selbstgespräche noch in Schwarz-Weiß. Lesen wir ganz kurz rein die Neo-Apokalypse. Einstein bewies, dass Zeit und Raum eins sind. Und besser gesagt, Zeitraum. Zeit ist Raum. Die Raumzeit. Da spreche ich jetzt ganz normal einen Einstein, den wir uns ausdenken. Der entsteht in dem Moment, wo wir uns denken, in Maßsetzung unseres anerzogenen Schwamminhalts, unseres Intellekts. Und der wird das bewiesen und getan haben, was wir uns denken, was er bewiesen und getan hat. Habe ich so oft gesagt. Unser gesamtes Universum in eins gekehrtes entspricht einer kleinsten Flasche. Ja. Ich will jetzt da nicht so arg auffächern. Was ist das? Unter einer kleinsten Flasche können wir uns eine Kugel vorstellen, bei der es kein Innen und kein Außen gibt. Wenn sich eine Ameise auf der Außenoberfläche einer Kugel befindet, das ist das Tierchen auf dem Ball, auf der Erdkugel, gibt es für sie keine Möglichkeit, ins Innere zu gelangen. Es sei denn, sie bohrt ein Loch. Lebensfrische. Hebraisiert. Ebenso wenig würde eine Ameise, die sich im Inneren dieser Kugel befindet, ohne Loch nach außen kommen. Die kleinste Flasche beschreibt eine Kugel, die nur eine einzige Oberfläche besitzt. Diese wölbt sich durch einen selbst ausgedachten vierdimensionalen Raum. Um dies leichter zu begreifen, begreifbar zu machen, greifen wir auf das Möbiusband zurück. Professor Möbius, den ich hier und jetzt der kleinen Leserseele selbst ausdenken lasse. Wenn du das liest, du musst ja immer dir vorstellen, du liest dasselbe, es sind Selbstgespräche. Er dachte sich für topografische Lernzwecke das weltberühmte Möbiusband. Lassen wir eine Ameise auf der Oberfläche eines Möbiusbandes laufen, so wird sie jeden Punkt dieser Oberfläche erreichen. Das hat sie gerade erklärt, das ist diese Schleife. Wir haben es nur mit einer einzigen Oberfläche zu tun. Das ist die Synthese von innen und außen oder von oben und unten. Ganz nebenbei, das ist auf Seite 22. Ja. Das sind die 22 Zeichen, ihr könnt da noch wesentlich genauer drauf eingehen. Und jetzt heißt, diese augenblicklichen zwei Seiten eines zweidimensionalen Randes werden dadurch eins, indem man das Band einmal um die dreidimensionalen Raum gedreht miteinander verbindet. Wir haben es dann lediglich mit einer einzigen Oberfläche zu tun. Ja. Das spare ich mir jetzt weiterzulesen, das kann man anhalten. Das heißt, habe ich so oft erklärt, das wird übrigens spaßiger, wenn man das öfters macht. Wir nehmen einen Papierstreifen, wenn man zusammenkleben und da läuft innen eine Ameise, dann kommt die nicht nach außen. Ich sage, der Rand ist unüberwindbar, wenn sie außen läuft, kommt sie nicht nach innen. Wenn wir jetzt das aber einmal drehen und wir kleben das dann verdreht zusammen, wirst du feststellen, dass wenn du jetzt versuchst, das Band anzumalen, wenn ich jetzt hier das so habe, kann ich das innen blau machen und außen grün meinetwegen. Ja. Wenn ich jetzt dasselbe mit einem Filzstift versuche, hier werde ich feststellen, dass das nur eine Seite ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier loslaufe, denkt ihr das einfach mal innen, wo ich jetzt das mache, dann komme ich hier nach oben, bin ich ja hier innen, dann dreht sich das hier nach außen, dann gehe ich außen. Ich muss zweimal um das Möbiusband rumlaufen, um wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Ja, ja. Das ist übrigens interessant, bei Quanten wird behauptet, dass die sich zweimal um die eigene Achse drehen müssen, dass du wieder dieselbe Seite siehst. Ja. Das ist die Lösung dazu. Ein Quant ist natürlich eine ganz imaginäre Vorstellung. Das Band kann man mal vorstellen, aber wie sieht eine Kugel aus, die sich zweimal um die eigene Achse drehen muss, dass es wieder genauso ausschaut wie vorher? Das ist eigentlich, da ist das Möbiusband-Prinzip ist da schon mit drin. Ich erkläre jetzt nochmal was Schönes, wenn man jetzt das aufbaut und ich würde jetzt ganz vorsichtig mit einer Schere das hier in der Mitte auseinanderschneiden. Was kriegt man dann? Bitte? Da kriegen wir zwei ineinander verflochtene. Richtig, du erinnerst dich, Lothar, das habe ich alles schon mal gezeigt. Ja. Dann hat man zwei einzelne Bänder, wenn man das auseinanderschneiden, kriegst du zwei Bänder, die aber wie zwei Ringe hier, schau auf meinen Finger, bloß in sich verdreht. Das sind zwei Möbiusschleifen, die in sich miteinander verbunden sind. Du kannst das Prinzip, wir können jetzt zwei machen, die getrennt erscheinen, aber trotzdem zusammenhängen. Das kannst du, die zwei kannst du nochmal aufschneiden. Das ist ein reines arithmetisches Prinzip im Hintergrund. Okay, drum hast du sie auf den ersten Blick, hat sich bei diesem verwundenen Band nichts geändert. Wenn Sie nun aber versuchen, eine Seite blau und eine grün anzumalen, wird Ihnen das nicht gelingen. Sie haben es nicht mehr mit zwei, sondern nur noch mit einer Seite zu tun.
dass anscheinend oben und unten des Bandes ist nur eine Eins, es gibt es nicht mehr wirklich, dass es bloß die Mitte gibt. Dieses eine ist die Synthese von innen und außen. Bist du dabei, Lothar? Ja. Das heißt, wenn wir Möbiusband machen, ist da zwar bloß noch eine Oberfläche. Was ich jetzt hier, wenn ich das Innen und Außen nenne, wird das zur Synthese. Das eine ist nämlich beides gleichzeitig, darum musst du zweimal rumlaufen, dass das Innen eigentlich zwei ist. Das ist E-Quadrat. Das ist JCO und ICO. Ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Und das ist jetzt eine ganz abstrakte Vorstellung. Das ist natürlich in Wirklichkeit, können wir das nicht aufbauen. Aber stell dir jetzt einfach einmal vor, das ist eine zweidimensionale Zeichnung, eine Illusion, wenn jetzt hier auf der Oberfläche, wo meine Maus ist, eine Ameise laufen würde. Okay, dann kann die da außen rumlaufen. Wenn die jetzt da reinkrabbelt, hier in den Trichter, dann kommt sie hier über den Trichter nach innen. Und wenn sie jetzt da innen ist, kann sie innen rumlaufen. Das heißt, ich kann jetzt hier innen und außen in dieser Illusion, das ist nämlich das, dieses Wurmloch ist entscheidend. Dass man in der Realität das so gar nicht bauen könnte, wenn du das jetzt vorstellst. Dass das Ding nur eine alleinige Oberfläche hat, diese Verbindung. Mhm. Kannst du mal Gedanken drüber machen. So, jetzt gehe ich da wieder zurück. Zum Lothar. Und dann machen wir unser Bild wieder. Und das ist eigentlich die große Erkenntnis, wenn ich immer das mit den Ecken mache, dieses Hüben-Dreieck und Drüben-Dreieck, dieses Eigenartige. Weil du ja von den Tetraeder-Spiegeln haben wir den These-Spiegel, den Synthese-Spiegel und den Antithese-Spiegel. Ja. Das ist wie eine Raumecke. Darum sage ich Hüben-Dreieck, die eine Ecke hüben, die andere Ecke drüben und der vierte Spiegel, der das abschließt, ist die rote 4. Wenn wir jetzt zwei so Ecken, so Tetraeder übereinander schieben, was ja diesen David-Stern gibt, dreidimensional gedacht, ja, bestimmt aus zwei Tetraeder, dann ist in der Mitte sind die zwei 4. Die roten 4 verbunden ist die 8. Und die 8 wiederum sind jetzt bildlich zwei, wenn ich zwei 3 nehme, gespiegelt, das ist jetzt eine 8. Ja, ja. Das symbolisiert das Ganze. Und es ist jetzt nicht Zufall, dass das zusammenpasst, sondern ich erkläre dir, wie die Einzelteile des Lebens wirklich zusammengebaut werden. Und immer dran denken, ich erkläre das jetzt Basic-Logik. Ich versuche Windows-Logik, ich symbolisiere damit eine höherwertige göttliche Logik, versuche ich einen sehr primitiven Basic-Programm zu erklären. Und wenn ich jetzt sage, Basic ist ein primitives Programm, ich kann nicht oft genug darauf hinweisen. Die Welt mit diesen unendlich vielen Möglichkeiten, die du dir ausdenkst, wenn du zur Weltreise machst, die ganzen Erfahrungen, die ganze Natur, die Flora, die Fauna, deine Vorstellung von Mikro- und Makrokosmos, das ist alles ein Basic-Programm. Und darum sage ich immer wieder, wenn jetzt ein Mensch, der einigermaßen Ahnung von Computer hat und der weiß den Unterschied der Möglichkeiten von Basic, was man prinzipiell mit einem Basic Betriebssystem auf dem Bildschirm zaubern kann im Vergleich zu Windows oder anderen höchwertigeren Betriebssystemen, wie riesengroß der ist, musst du dir klar machen, du kannst dir nicht vorstellen. Und immer daran denken, du bist zur Zeit eine selbst aus, jetzt als Brösel, wie ich das nenne, als Trockennasenaffenkörper, bist du eine selbst ausgedachte Figur in deiner Traumwelt, in die du dich in den Kopf hineindenkst, aus der Perspektive, wo du alles wahrnimmst. Das ist, wenn du mal wirklich ein bewusstträumender Geist warst, kriegst du komplett andere Möglichkeiten, weil ich dir ganz andere Programmstrukturen einspiele. Zu tun hast du als personifizierter Mensch dabei überhaupt nichts. Ich betone immer wieder, das lasse ich unangetastet. Du musst nirgends eintreten, nirgends austreten. Du musst neugierig werden auf dich selbst. So. Das lassen wir jetzt gut sein. Das ist wieder ein kleines Häppchen, dass du wachsen kannst und dich vielleicht mehr für dich selbst und wie du funktionierst dafür interessierst. Tschüss. Tschüss, Udo.